Giga Zockmontag. Die besten Monster in Videospielen. Platz 10. Alma war mal furchtbar. Also furchtbar gut im Sinne von furchtbar furchterregend. Dann kam 4.2, wo sie dann erwachsen wurde und man sich schon so dachte, ja, gut. Und in 4.3 ist er dann eine Schwangere, der man irgendwie das Baby aus dem Bauch saugt. Das ist irgendwie alles, das wird so lächerlich. Vor allem das erste 4 war ja nicht nur ein richtig guter Shooter, es hatte halt auch wirklich diese gut funktionierenden Horrormomente und Schockmomente, die auch extrem gewirkt haben, weil ja Alma an allen möglichen Stellen im Spiel aufgetaucht ist und dich manchmal erschreckt hat wirklich, weil es so ein In-Your-Face-Moment ist, aber ganz oft auch einfach nur ganz subtil. Das heißt, sie war da irgendwo, das kriegst du beim ersten Mal nicht mal zwingend mit. Ich habe halt mit 4 auch nicht so viel Berührung, aber es gibt so ein paar legendäre Sachen mit Alma. Es gibt diese Leiter, diese berühmte Leiterszene, wo man eine Leiter runtergeht und während man... Am Anfang vom ersten Teil. Genau, ja. Und während die Animation läuft, wie man sich an die Leiter hängt, sieht man sie so ganz kurz, großartig. Das war, weil das in diesen also wirklich im Spiel drin war. Es war nicht so, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Quicktime-Event oder sowas, wo du weißt, jetzt passiert irgendwas, sondern es war echt immer an Punkten oder oft an Punkten, wo man null damit gerechnet hat. Und ich glaube, man hat sie auch beim ersten Spielgang öfter mal verpasst, weil man dann irgendwie in dem Moment nicht hingeguckt hat oder so. Der zweite Teil war meiner Meinung nach ebenfalls ein sehr gutes Spiel, aber so actionorientiert, dass das plötzliche Auftauchen Almas oftmals nicht ganz funktioniert hat. Und im dritten Teil wurde es dann, wie gesagt, komplett zu einem Koop-Action-Bombast-Ding, wo das dann komplett gar nicht mehr reingepasst hat. Ich finde es ja auch schade, dass die Serie dann so zu Neige gegangen ist, zu Ende gegangen ist. War eigentlich... Ja, aber der zweite Teil, den fand ich noch cool. Also der hat mir noch Spaß gemacht, der hatte auch noch verstanden, worum es geht quasi bei 4. Ja, das stimmt. Und da hatte Alma auch noch ihre Momente, vor allem den allerletzten, wo ich jetzt einfach noch nicht sage, was passiert, wo ich mir einfach nur dachte, was zum Teufel ist gerade passiert. Aber danach in 4.3, das hätte man sich klemmen können. Ja. Platz 9. Bei Dark Souls gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Gegner, die man nehmen könnte. Würde man vom Schwierigkeitsgrad ausgehen, dann hätten wir einen anderen gewählt an der Stelle. Der wäre aber nicht annähernd so imposant, denn der Gaping Dragon, oder auch Vagina-Drache genannt, ist einfach, glaube ich, das am fiesesten aussehende Viech, was es in dem Spiel gibt. Oh, es ist unser alter Freund, der Gaping Dragon. Oder Klaffdrache, wie er im Deutschen auch Klaffdrache. Heißt. Klaffdrache. Das hört sich an wie ein Tabaluga-Typ, weißt du? Wenn du irgendwie über die Eisscholle gegen Captain Frost, wie der Schneemann da heißt, irgendwie da lang kommt, dann kommt der Klaffdrache, der Kleine. Man könnte auch eigentlich so einen Knopf einführen, wo man dann sagt, okay, ich schmeiß meine Waffen hin, was soll es, komm, friss mich, ich probier's erst gar nicht. Ich liebe es, wie der Gaping Dragon auftaucht. Er guckt so über die Kante der Arena und du siehst erst nur diesen kleinen Echsenkopf und denkst dir, oh, ein großer Salamander. Dann klettert er darüber und du denkst dir, oh mein Gott, Vagina mit Zähnen. Also hier ist wirklich der erste Moment, was zählt. Du kommst so in diesen Raum und plötzlich fängt an dieser Kampf an und du siehst dieses Viech, was sich vor dir aufbaut mit diesem klaffenden Mund voller Zähne, der ja dann auch spielerisch tatsächlich relevant ist, weil das Viech dich ja wirklich nimmt und dich so fressen will. Ja. Also Sigmund Freud würde seinen Spaß haben mit dem Design, wirklich. Und das will was heißen, denn normalerweise ist für die Ecke eigentlich Silent Hill zuständig, mit Feinden, die von irgendwelchen Traumata beeinflusst sind. Ich habe da dann gedacht, eigentlich hätte der Herr Giga, der Alien-Kreator, also wirklich seine helle Freude gehabt an diesem Vieh. Richtig, es ist wie alle oder fast alle Elemente in Dark Souls hat er ja auch eine Hintergrundgeschichte, irgendwie, dass er, ich glaube, er war so gierig, dass er irgendwann gestraft wurde mit so einer Art Fluch oder so, die seinen ganzen Körper aufgerissen hat. Also ich glaube, es war tatsächlich einfach nur so, dass er so gierig war, dass sein Körper sich von selbst verändert hat, damit seine Gier halt genügend getan wird, damit er halt so viel verschlingen kann, deswegen musste halt sein ganzer Körper irgendwie aufgehen. Aber mit Sicherheit wird irgendwo in ein bisschen die Wahrheit liegen. Platz 8. Ich
wusste gar nicht, dass die Gatherers heißen. Ich auch nicht. Für mich waren es immer Scheißviecher, wirklich. Ich habe selten so viel geflucht und wahrscheinlich auch geschrien und geschwitzt wie in diesem Spiel. Sehr psychologischer Gegner, sehr cool. Also auch hier haben wir... Wir haben ein ähnliches Prinzip wie das, dass der Hacker, bloß mit dem Unterschied, dass wir hier wirklich absolut hilflos sind und dass es hier nicht primär ums Wegrennen geht, sondern erstmal ums Verstecken. Und dann, wenn man feststellt, dass das Verstecken nicht klappt, dann, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, schnell Regal in den Weg und weg. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Viecher im Spiel selber nie so wirklich gesehen. Also ich habe zum Beispiel nicht gesehen, dass sie so Hautlappen im Gesicht haben, weil jedes Mal, wenn ich auch nur im Ansatz so einen Schatten auf mich zuhuschen gesehen habe oder irgendwie auf so zuwackeln, dann war ich weg. Ich war wirklich weg. Und ich war auch ganz oft in diesem Spiel im Pausenmodus, wenn ich dann irgendwie dann gerade noch irgendwo rein bin. Also das war... Respekt an dieses Spiel. Letztendlich hat man auch hier verdammt schlechte Karten. Allerdings nie so schlechte Karten, wie man denkt. Ich glaube, der größte Effekt ist hier wirklich die Angst, die man vor dem Vieh einfach hat. Auf jeden Fall. Ja, was die Monster von Amnesia so gut macht, ist wirklich nicht irgendwie, dass das Design irgendwie genial ist oder sowas, sondern dass das Spieldesign hier entscheidend ist, weil du durftest sie nicht angucken. Wenn du sie anguckst, ging dein Insanity-Meter hoch und das solltest du möglichst vermeiden. Das heißt, immer wenn einer kam, bist du sowieso schon dieser Fluchtreflex und du musstest auch noch weggucken. Und das ist halt, das hätte sonst was sein können. Das hätte ein kleines Häschen sein können, was dich da verfolgt. Aber die Angst kommt halt dadurch, dass du lange Zeit einfach nicht weißt, was das da ist. Ja. Und dieses Mysterium ist halt sehr, sehr furchteinflößend. Ich bin der festen Überzeugung, je weniger du über so diese mysteriösen Bösewichte-Monster weißt, desto effektiver sind sie. Und das beherrscht Amnesia in absolut großartiger Art und Weise. Das ist wirklich, also es ist sozusagen Paranoia gewordene Spielmechanik. Oder Spielmechanik gewordene Paranoia ist vielleicht der bessere Ausdruck. So. Platz 7. Half-Life 2. Ja. Ist ganz gut, ne? Okay, das Spiel. Ja. Okay, das Spiel. Nicht so gut wie der dritte Teil, aber naja, eine andere Geschichte. Ich habe dieses Spiel geliebt bis zu Ravenholm. Es war ein tolles Spiel. Du hast coole Story, Charaktere, Action, bam, bam, bam. Da kommst du halt nach Ravenholm und denkst dir nur, oh Gott. Und der Großteil von Ravenholm, den finde ich ehrlich gesagt gar nicht so gruselig. Also der ist zwar atmosphärisch richtig, richtig toll. Ich finde aber diese normalen Zombies, die Headcrabs auf dem Kopf haben, Die sind halt viel zu langsam, um wirklich bedrohlich zu sein, zumal Ravenholm die Stelle ist, kurz nachdem du die Gravity Gun bekommen hast. Und in Ravenholm, weil halt da ein Sägewerk ist, liegen überall so Sägeblätter rum. Und mit denen macht es eigentlich mehr Spaß, die Zombies da zu zersäbeln. Aber dann kommt eine Stelle und da wird's gruselig. Aber dann gehst du halt in Ravenholm rein und siehst dann in der Ferne ganz schnelle Zombies von links nach rechts springen und irgendwann kommen die halt auf dich zu und du bist von diesem gesamten Spiel und vom Teil 1 gewohnt, dass diese Zombies, also die von Headcrabs befallenen Menschen, langsam sind. Die kommen langsam auf dich zu und diese von den giftigen Headcrabs befallenen Menschen sind aber unfassbar schnell und geben unfassbar ekelhafte Schreie von sich ab. So richtig. Aber als dann diese Fahrstuhlgeschichte kam, wo man einen Fahrstuhl rufen musste, und die Viecher haben sich dann so langsam versammelt und sind dann durchs Glasdach gebrochen. Da habe ich ja auch kurz meinen Glauben verloren. Also das war da nur reine Panik. Und man hatte ja keine Waffe, nur die Gravity Gun. Das ist schon eine gute Waffe gewesen. Ja, aber ich hätte lieber eher so einen Raketenwerfer oder, weiß ich nicht, Flammenwerfer gehabt. Das ist cool, weil es eben so ein großer Erwartungsbruch ist mit dem, was man in der Reihe und eben auch in dem Spiel bis dahin hatte. Hinzu kommt eben noch die Gravity Gun, die du auch gerade erst bekommen hast zu dem Zeitpunkt. Genau, und die halt eine komplett neue Mechanik ist, sowohl in der Spieleszene an sich, weil es die vorher nicht gab, als auch eben in dem Spiel. Und ja, nichts hier von wegen Eingewöhnungsphase und werd mal langsam rangeführt oder sowas. Hier heißt es, find das Kreissägenblatt oder stirb. Ja, das Fiese war, die konnten ja auch irgendwie klettern. Das heißt, du hattest keinen Safe-Spot mehr. Genau, egal wo du warst, wenn du das vorhin gehört hast, wusstest du, okay, now it's getting serious. Platz 6. Ich liebe Big Days. Also ich liebe Bioshock, ich liebe die Atmosphäre von Bioshock und ich liebe alte, wuchtige Taucheranzüge. Also ist es eigentlich nur folgerichtig. Das ist ein sehr seltsamer Gegenstand, um ihn zu lieben. Ich liebe alte, dicke Taucher.
Dinger. Und ich liebe auch nichts anderes in meinem Leben. Das ist das Einzige in meinem Leben, das ich liebe. Das ist der frustrierendste Fetisch der Welt. Er ist halt eines der ikonischen Videospielmonster geworden, beziehungsweise einer der ikonischen Videospielgegner, weil es halt vom Design her ein richtig cooles Viech ist. Einfach dieser große Bohrer auf der einen Seite und dann diese Taucherkluft, irgendwie schon menschlich, sieht aber dann auch eher so golemartig aus. Ja. Sie sind nicht von Hause aus aggressiv und das finde ich total geil. Sie gehören erstmal nur sozusagen zur Deko. Und es ist die Frage, ob deine eigene Gier nach den Little Sisters und nach der Adam Resource sozusagen, ob die dich dazu bringt, dich mit denen anzulegen. Ansonsten gehst du erstmal durch die Gänge und dann hörst du dieses Stapfen und plötzlich ist da dieses Riesenvieh und du überlegst dir wirklich zweimal, okay, will ich mich mit denen jetzt anlegen? Hast du die immer befreit oder hast du sie? Ich habe die immer befreit. Ja. Das war für mich aber auch nie eine richtig gute moralische Entscheidung oder so. Also ob ich ein kleines Kind nun töte oder befreie, finde ich, ist jetzt nicht cleveres Moraldesign oder so. Und vor allen Dingen wirst du ja auch belohnt, also das Spiel sagt dir ja ganz klar, du musst die Little Sisters retten oder aussaugen und dafür musst du halt die Big Daddies töten. Ich hätte es da schön gefunden, wenn man da noch einen dritten Weg hätte finden können, ohne wirklich diese extremen Nachteile zu haben, wenn man die einfach streifen lässt. Deswegen, das Konzept und das Design, grandios, die Implementierung in die Spielwelt, da hätte ich mir ein bisschen mehr Feingefühl erhofft. Die hatten ja immer so einen Walsound, ne? Wenn ich mich da richtig erinnere. Also ja, es klang wie ein Wal. Ich habe mal, es gibt ja ein Trivia von mir, das allererste Trivia ist ja zu Bioshock zum allerersten. Ist es von einem Menschen eingesprochen worden, von einem Mann. Also es ist einfach sehr stark verlangsamte Aufnahme. Wenn du das mal schneller abspielst, dann klingt es einfach so. Und weg ist der Mythos, schade eigentlich. Das war's mit Teil 2 von Top Montag und den besten Videospielmonstern. Ihr könnt jetzt da unten weitergucken, da gibt's 2 Bonusplätze wie immer. Und auf der anderen Seite unbedingt mal den Retro-Sonntag angucken, unser neues Format, wo wir Retro-Spiele zocken. Dieses Mal war es Bomberman 64 auf dem Nintendo 64. Das war sehr, sehr lustig. Jetzt eins der beiden Sachen angucken. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.